Ja, wir sind auf dem Weg zur Abendpirsch. Eigentlich wollten wir an eine Kehrung, um auf den ersten richtigen Keiler zu warten. Da hat Carlo super getan, da unten einen Überläuferkeiler ausgemacht. Wir haben erst kurz überlegt, ob es eine Bache ist, aber dann hat man den Pinsel deutlich gesehen. Und dann habe ich mich hier positioniert und konnte einen gezielten Schuss anbringen. Wir sehen gleich, da war ein Baumstamm, hinter dem er die ganze Zeit stand. Ich hatte aber einen super Halt, konnte die Büchse ordentlich reinziehen. Und ja, somit sind dann auch dank des Sauenhammers so Schüsse ohne Probleme möglich.